Ich hätte mir gute Chancen ausgerechnet in dem Pool. Ich denke, gegen KP hätte ich definitiv Chancen. Gegen, gut, Sharon wäre ja ich in dem Fall. Luma wird, ja, Sieg für Luma. Aber gegen Dennis war vor uns im Freeplay sehr, sehr, sehr knapp. Er hat Paar gewonnen, ich habe Paar gewonnen. Von daher, aber ja, es kommen alle vier aus dem Pool weiter. Nee. Doch nur die ersten zwei. Ja klar, nur die ersten zwei. Ja. Sonst sitzen wir hier ewig. Naja, jedenfalls fängt schon an, haben wir, dass KP leicht in Führung geht mit Town Smashers und Turnips. Der normale Peach-Move. Aber Milk bleibt dran. Ja. Holt auf. Jetzt ist eigentlich nur noch ein Up-Smash oder ein Up-Air, dann ist Fox auch schon mal weg. Peach meine ich. Das ist der erste Up-Air. Und da holt er sich den ersten Stock. Get Mr. Salab in Führung. Heute mit originellen Namen? Cool, mit originellen. Ja, wechselt auch seinen Namen jede paar Monate. Ich glaube, MJLK steht für Mjölk von Milkman, diesmal auf Schwedisch. Milkman. Naja. Und ist aber noch relativ even. Wenn die Peach noch einen Down Smash kriegt oder einen Näher, dann ist wahrscheinlich Fox weg. Dann war's das, ja. Und da ist der zweite Stock weg. Macht er sicher? Ja. Und noch gut machbar für die Peach. Oh, Up Smash in your face. Milk hier ganz vorsichtig. Will nicht von der Down Smash, wird trotzdem von der Down Smash getroffen. Okay, da ist Chain Throws. Oh nö. Keine Chain Throws. Ja, Tobi ist am Stream. Ja, Tobi ist am Stream. Aber es ist überraschend eben, ne? Ich habe nicht damit gerechnet, dass es jetzt so ausgeglichen ist zwischen meinen. Ich hätte durchaus ja eine leichte Milk-Dominanz erwartet, aber. Oh, der SD von Milk. Und da gehen wir. Und der schafft's wieder in die Edge. Gerade noch so unter 100%, ich glaube. Ein Upsmash könnte Peach noch überleben. Ja, genau. Gutes DI. Mit Fox und 1 von diesem Downsmash. Kann KP hier noch ein paar Prozente racken? Um den Lead auszubauen, aber. Die KP-Spiel ist ziemlich interessant. Er benutzt nicht so die typische Peach-Sachen, so viel Cancel, Dings und Dings. Ja. Er. Da verlässt sich keine aus seine Dashtags, gut oder verzweifelt platzierten Downsmashes. Macht die Peach aber berechenbarer. Genau, und die Turnips, die auch irgendwie gut einsetzen kann. Oh, ein schöner Wegschein. Ja. Schöner Connection der von Mr. Love. Und. Boah. 59, 55. Man darf gespannt Even. Sein. Even. Even. Und. Oh mein Gott. Die Peaches sind, die sind offensiv. Jetzt geht die. Oh nein! Verkacktes Edge gerade, aber. Das könnte wirklich alles passieren in diesem Match. Ich wünsche mir ein 2-1. Oh. Da geht's. KP, wird er den ersten Rückstand dieses Matches wieder reißen können? Mirkman geht in Führung. Oh! Das könnte. Oh, andere Seite nochmal. Und nochmal die Näher. Oh, 0-0. Last Dog. Even Match. Jetzt kann jeder Fehler entscheidend sein. Vor allem Down Smash. Die gecrouch cancelte Down Smash. Und das war's für Milk. Oh Gott. Da geht's. Oh, schöne Connection da. Und da hat sich Milkman eine ganz schöne Führung jetzt geschafft. Oh, KP nervös. Wird's die 0 to Death Combo? Nein, jetzt der Comeback. Und das erste Match ist entschieden. Mr. Love geht 1-0 in Führung. Wir sind gespannt auf den Counterpick. Zeitgleich auch das Match hinten zwischen Luma und Caron fertig. Mhm. Nehme ich mal an. Oh, der weiße Mars. Ich denke, er hat Angst. Er hat sich wohl nicht so. Wohlgefühlt. Ja, nicht so wohlgefühlt mit. Da waren zu viele Down Smashes dabei. Ja, es ist auch ein tricky Matchup mit Fox, wenn ein Text nicht um Polen sitzt, dann. Aber auch hier trifft die Down Smash öfters. Ja, aber es ist nicht so schlimm wie mit Spaces. Boah, schön. Oh, schöner erster Stock.
Der muss sich jetzt was überlegen, wie er das Matchup genau eingehen will. Sonst geht es 2-0 aus. Und eine Niederlage hier... Das wäre für KP dann schwer zu holen. Ja, eine Niederlage hier ist schon hart. Dann kannst du dir keine Fehler mehr erlauben. Und da kommt er zurück. Aber Mr. Love bleibt konstant. Oh. Und momentan sieht es nicht so aus, als ist die KP wirklich im Plan. Aber, naja, es könnte nicht so schon alles ändern, so ziemlich schnell. Noch ist alles offen. Zieht sich mit der Down Smash ran. Ich sehe gerade so ein bisschen Berlin. Ein sehr camp-lastiges Spiel. Trash Talk im Chat. Ziemlich eben. In dem Prozess ist Peach sehr schwer zu töten für Marv. Schlechtes Edge Guard von KP. Früh den Schirm geholt. Oh, zu früh rein. Und aber das hat noch nichts zu sagen hier. Vor uns hat er mit einer schönen Kombo das Ganze sich zurückgeholt, oh aber Gott. Jetzt legt Milkman los. Wird von der Neutral A getroffen. Kriegt die Rübe ab und muss passen. War wieder eben. Krass, der hätte es gedacht. Ich will das dritte Match sehen. Sehr schön interessant. Ich würde zweifeln, aber das ist. Mr. Love soll sich anstrengen müssen. Ich nehme also mal an, seinen Einzug fürchten. Ja, ich nehme mal ein, dass Mr. Love das. Dass er doch 2-0 gewinnt, das Matchup. Noch sieht's gut aus für ihn. So früh. Und schön gemacht. Und Edgar dran. Oh, fast hat er die Führung bekommen. Oh, da geht wieder ein Airsmash und das könnte KPs letzter Zock sein in den Set. Aber ich glaube, KP bleibt mal ruhig. Dann haben wir es, oh, fast den Edgeguard gekriegt, aber leider ein bisschen zu spät dran. Turnip. Okay, der muss, und? Genau, so ein Grab landen und jetzt. Okay, schön gemacht. Down Throw. Komische Entscheidung. Oh, da war eigentlich der Down Smash noch im Couch Cancel. Der Power Throw hätte nicht gereicht. Aber der kriegt mindestens Offstage, dann kann er ihn Edgeguarden. Oh, das war ein Mid-Turnip. Okay. Ja, es sieht schlecht aus für KP. Oh, schön recovered von KP. Schön abgewartet, damit er noch die Edge bekommt und nicht getroffen wird. Aber Mr. Love spielt das Ganze jetzt sicher hier runter. Ja, jetzt... Hat den guten Vorsprung. Oh nein, es war unglücklich mit dem. Und nein, er zieht noch rein. Kriegt er den Gimp? Das könnte. KP könnte das noch zurückholen, aber der muss sich anstrengen. Der hat auf jeden Fall Angst, hier runterzukommen. Ja, auf hat jeden Fall. Auch schön Probleme. Down Smash. Und wartet der weiße Marv. Oh mein Gott. Oh, schade, da geht schade. Z an. Beendet Mr. Love. Oh, und es hat gerade gesagt, Luma konnte es noch nicht sichern hinten. Dass Caro gegen Luma 1-1 steht auf Stream gerade. Nicht schlecht. Können wir ja leider nicht sehen. Vielleicht kannst du Kamm wechseln. Vielleicht kriegt man noch ein bisschen mit von dem Fernseher da hinten. Kannst du auf den anderen Fernseher gehen? Hast du beide Fernseher angeschlossen? Aber wir können die Spieler sehen. Nee, immer, guck mal, dann kann schau die sie Spieler dir an, sehen. Wie konzentriert sie sind. Genau, und im Hintergrund ist Heber Döner. Sehr... Oh, der guck mal, wir kriegen jetzt oh, für wir euch. Wir haben jetzt hier eine Footage.
Kann man leider nicht so viel sehen, aber wir sehen FOD. Luma hat 4 Stocks und Marl hat, wissen wir nicht, wie viele Stocks. Also es ist ziemlich hell. Es ist ziemlich hell. Naja, man sieht trotzdem die Stage und den Marth. Wie viele Stocks hat ein Marth? Beide haben 3 Stocks. So sieht man die Stocks. Okay. Jetzt könnt ihr sehen, was so abgeht. Es ist so, sahen Videos früher immer aus. So, ganz exklusiv habt ihr jetzt hier. Jetzt wissen wir, wie wir das nächste Mal schaffen im Meltdown mit 2 TVs an einem Stream. Einmal ganz klassisch mit Crowd-Reactions. Und Quality-like 2005. Oh mein Gott, da verliert Jaron seinen dritten Stock und Luma führt 3-1. Letztes Match. Schöner Grab, F-Tilt, nochmal F-Tilt, fair. Oh, fällt letztes Fair. Damit und das ist das Spiel vorbei. 2-1 für Luma. 2-1 für Luma und jetzt, kann man sich überlegen. Jaron gegen Dennis am Stream, würde ich sagen. Ja. Das spricht interessant zu werden. Denke ich auch. Das ist wahrscheinlich das Match, was entscheidet, wer weiterkommt. Definitiv. So. Ich hoffe natürlich für Jaron. Weil schließlich habe ich knapp gegen ihn verloren. Leute, jetzt Karo gegen Mr. Laden.